Wort ist Petra Steger von den Freiheitlichen. Sehr geehrter Herr Kollege Pilz, vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür, dass Sie noch einmal Werbung gemacht haben für die ausgezeichnete Kampagne des Innenministeriums. Und vielen Dank dafür, dass Sie das so groß ausgedruckt haben und die ganze Zeit für die Kamera neben Ihr Gesicht gehalten haben. Denn damit haben Sie noch einmal allen Frauen in diesem Land klargemacht, was die richtige Reaktion ist, wenn sie Ihnen begegnen sollten, irgendwo in einer dunklen Gasse. Sehr geehrte Damen und Herren von der Opposition, ich habe in meinem Leben noch nie eine dermaßen große mediale und absurde Hetzkampagne der Opposition gegen eine einzelne Person erlebt wie in den letzten Monaten. Das ist mittlerweile der vierte Misstrauensantrag, der von Ihnen gegen Herbert Kickl eingebracht wird. Und einer haltloser und absurder als der andere, sehr geehrte Damen und Herren. Wie sehr müssen Sie eigentlich von Ihrem ideologischen Hass verblendet sein? Wie sehr muss Ihnen die hervorragende Arbeit unseres Innenministers im Bereich der des Asyls und der Zuwanderung sauer aufstoßen? Wie sehr muss es wehtun, dass da ein Blauer sitzt, der Ihnen jeden Tag durch seine Arbeit zeigt, wie es richtig geht, wie diese Arbeit richtig gemacht wird? Das, was Sie hier tun, hat überhaupt nichts mit einer seriösen Oppositionsarbeit zu tun. Bei allem Verständnis für kritische Opposition, ich war selber in der Opposition, aber auf so ein Niveau hätten wir uns mit Sicherheit niemals herabgelassen. Frau Kollegin Crisper von den NEOS, Sie stellen sich dahin in Ihrer Rede, nachdem der Minister Ihnen bereits Antworten gegeben hat, und beten dasselbe herunter wie Ihr Kollege Scherer, ohne auch nur irgendwie Ihre Rede an die Antworten zu adaptieren. Ihnen geht es überhaupt gar nicht um Wahrheit, Ihnen geht es überhaupt nicht um Aufklärung. Aber das tun Sie auch genauso im BVD-Urschuss. Da ignorieren Sie auch vollkommen, was die Zeugen sagen, und beten das runter, was Sie seit Monaten vorbereitet haben. Kein Interesse an Wahrheit, kein Interesse an Aufklärung. Das ist Ihre Oppositionarbeit, das ist eine Schande. Aber kommen wir zu diesem Misstrauensantrag. Dieser Misstrauensantrag, genauso wie diese dringliche Anfrage, die Begründung ist in so vielen Punkten einfach grundlegend falsch. Zuerst behaupten Sie, der Innenminister hätte es geschrieben. Vollkommen falsch. Sie behaupten, es wäre eine Weisung gegeben. Ja, dann nützen auch die anonymen Quellen vom Pilz nicht. Es war keine Weisung. Auch das müssen Sie akzeptieren. Sie stellen sich hin und behaupten, der Innenminister wollte Zensur und Informationen einschränken. Sie sprechen von Boykott oder Informationssperre oder Sonstiges. Wieder falsch. In diesen seitenlangen Schreiben, wo Sie einzelne Sätze aus dem Zusammenhang reißen, werden zahlreiche aktuelle Themen angesprochen. Es sollen zum Beispiel einheitliche Leitlinien für die Medienarbeit erstellt worden. Eine sinnvolle Aktion. Aber im Wesentlichen geht es in diesem Schreiben genau darum, für mehr Information, für mehr Transparenz und für mehr Aufklärung zu sorgen, im Gegensatz zu dem, was Sie hier behaupten. Es soll zum Beispiel die Nationalität ausländischer Tatverdächtiger genannt werden. Ich weiß schon, das stört Sie. Ich weiß schon, das passt nicht in Ihr ideologisches Weltbild. Ich weiß schon, das gefällt Ihnen alles nicht. Aber diese Partei, dieser Innenminister wird das alles nicht totschweigen. Er sorgt für Transparenz, und das ist auch in diesem Zusammenhang richtig. Und das ist vollkommen absurd, dass Sie auf der einen Seite die Zensur kritisieren und da genau die Zensur leben wollen. Das ist einfach absurd, sehr geehrte Damen und Herren. Und Sie reden, und darauf möchte ich auch hinweisen, das, was Sie hier sagen, ist auch eine unglaubliche Doppelmoral. Ausgerechnet die SPÖ stellt sich hier hin und redet von Zensur. Sie, die ständig, aber es betrifft jetzt nicht nur die SPÖ, Sie, die ständig davon reden, Interviews und anderes bei rechten Medien oder aus Ihrer Sicht heraus rechten Medien sollten verboten werden oder sollte man nicht tun. Sie, die ständig davon reden, dass man rechte Medien sowieso verbieten sollte. Sie, genauso wie der Standard, der davon redet, dass man in rechten Medien etc. nicht inserieren wollte. Da ist das vollkommen egal mit der Pressefreiheit. Wenn es Ihnen ideologisch nicht ins Weltbild passt, ist Zensur für Sie vollkommen in Ordnung. Das ist eine totale Doppelmoral.
Und noch etwas zur Doppelmoral. Wo war der Aufschrei der SPÖ, wo sich Kern verweigert hat, Österreich noch Interviews zu geben, als diese ihn als Prinzessin bezeichnet hat? Wo war der Aufschrei, als im Dezember 2016 der damalige Kommunikationschef und Bundeskanzler Kern nach der Blamage beim ORF-Bürgerforum vorgeschlagen hat, den ORF total zu boykottieren, sehr geehrte Damen und Herren von der SPÖ? Das ist eine totale Doppelmoral. Abgesehen davon, unser Clubobmann Gutenus hat Ihnen bereits erklärt, ist es das, was Sie behaupten, auch noch juristisch falsch. Also es ist faktisch falsch, es ist inhaltlich falsch und es ist juristisch falsch. Kurz gesagt, eine Schande für dieses Hohe Haus. Das Mail sei keine Weisung des Ministers, entgegnet Petra Steger von der FPÖ, Peter Pilz.